Hallo und herzlich willkommen zu diesem neuen Final Testman Video. Heute geht es um mein PC-Lautsprechersystem, die Creative Pebble V3. Was diese Lautsprecher so flexibel macht und ob sich ein Kauf für dich lohnt, das zeige ich dir in diesem Video. Viel Spaß und los geht's! Wie immer gehe ich ehrlich mit dir um und möchte dir an dieser Stelle sagen, dass ich die Creative Pebble V3 kostenlos für diesen Test zur Verfügung gestellt bekommen habe. Ich repräsentiere aber meine eigene subjektive Meinung. Als Abonnent kennst du es ja, also jetzt weiter mit dem Lieferumfang. Im Karton findest du die Lautsprecher inklusive fest verbauten Kabel, Kurzanleitung und einen USB-C auf USB-A-Konverter. Der Lieferumfang hat sich zum Vorgänger, also dem Pebble V2 Lautsprecher, nicht verändert. Auch optisch tut sich auf den ersten Blick nicht viel. Die V3 sind allerdings etwas größer und dunkler geworden, ansonsten ist sich Creative dem gewohnten Design aber treu geblieben. Verbaut wurde je ein 2,25 Zoll großer Vollbereichslautsprechertreiber mit passiver Bassmembran auf der Rückseite. Insgesamt kommt das System auf eine Leistung von 8 Watt RMS. Der rechte Satellit bildet die Kommandozentrale. Auf der Front kannst du neben dem Lautstärkerad, welches auch den Ein- und Ausschalter darstellt, den Bluetooth-Button sehen. Das ist eine Neuerung, die Pebble V3 haben Bluetooth 5.0 an Bord, so kannst du ganz easy dein Smartphone mit den Lautsprechern koppeln. Auf der Unterseite des rechten Lautsprechers findest du noch den Gain-Schalter, mit dem man die Leistung etwas beeinflussen kann. Die etwas größeren Treiber und Bluetooth 5.0 sind aber nicht die einzigen Neuerungen der V3-Serie. Mein Highlight der Lautsprecher ist, dass Creative einfach mal ein Kabel wegrationalisiert hat. Du brauchst nur das eine USB-C-Kabel an deinem PC anzuschließen und schon kannst du Musik hören. Und ja, du kannst die Lautsprecher auch per USB-C an dein Smartphone anschließen. Das funktioniert mit meinem Pixel 5 ohne Probleme per Plug and Play. Diese Ein-Kabel-Technik macht die PC-Lautsprecher super mobil. Du bist gerade im Homeoffice und musst von Zimmer zu Zimmer wandern, weil deine Kinder auch noch Homeschooling haben oder dein Partner da ist. Einfach Lautsprecher auf den Laptop packen und umziehen. Du brauchst keine extra Steckdose mehr für die Lautsprecher und kannst dir einen schönen, ruhigen Ort suchen, um zu arbeiten. Ob zu Hause oder doch draußen an der frischen Luft, mit dem Pebble V3 absolut kein Problem. Hast du noch einen sehr alten PC oder unterstützt dein PC die Wiedergabe und Stromversorgung über USB bzw. USB-C einfach nicht? Kannst du aber immer noch so ein Klinke-zu-Klinke-Kabel verbinden, nur dieses Kabel ist nicht im Lieferumfang enthalten. Normalerweise nutze ich draußen solche wasserfesten Bluetooth-Lautsprecher, aber hast du solche Lautsprecher nicht, kannst du auch die Pebble V3 einfach mit nach draußen nehmen. Einfach direkt ans Smartphone anschließen oder mit der Powerbank mit Strom versorgen und per Bluetooth Musik streamen. Die Creative Pebble V3 sind wirklich sehr flexibel und das macht die Lautsprecher so sympathisch. Allerdings gibt es für die Pebble-Serie eine Einschränkung. Diese Lautsprecher sind eher für kleine Setups konzipiert. Wenn du also, so wie ich, zwei 27 Zoll große Monitore hast, dann reicht das 1,35 Meter lange Verbindungskabel der einzelnen Lautsprecher nicht aus. Das sehe ich aber nicht als Nachteil, da die Lautsprecher einfach nicht für so ein Setup gedacht sind. Ich möchte sie aber als Hinweis für dich erwähnen. Schau dir also vor dem Kauf deinen Einsatzzweck an. Kleine Lautsprecher, kleines Setup. Bevor ich jetzt zu meinem Fazit komme, möchte ich dir noch eine kleine Soundprobe geben. Bedenke aber, dass sich der Sound über mein Mikro durch deine Lautsprecher immer anders anhören wird. Am besten hört man Sound immer live mit seinen eigenen Ohren. Der Sound ist relativ flach und die Höhen sind nicht sehr stark präsent. Der Sound hört sich insgesamt etwas komprimiert an, aber für so kleine Lautsprecher und erst recht für den Preisbereich wirklich gut. Der Sound ist etwas besser als bei dem Pebble V2, aber ein Riesenwurf ist es auch nicht. Meiner Meinung nach völlig ausreichend und mehr braucht man fürs Arbeiten im Office nicht. Soundtechnisch alles im grünen Bereich. So, hier nochmal alles im Überblick. Die Creative Pebble V3 sind eine geniale Weiterentwicklung der Lautsprecherserie. Positiv ist die super Verarbeitung und die gute Konnektivität mit Bluetooth 5.1, Aux-In und USB-C. Und das herausragendste ist für mich die Flexibilität, da nur ein USB-C-Kabel für alles gebraucht wird. Hast du kein USB-C, wird ein USB-C auf USB-A-Konverter mitgeliefert. Negativ kann ich hier absolut nichts finden. Damit kann ich die Creative Pebble V3 uneingeschränkt weiterempfehlen. Das ist ein super flexibles 2.0 PC Lautsprechersystem. Für einen Preis von 35 bis 40 Euro kann man da nicht meckern und macht wirklich nichts falsch. Damit war es das auch schon wieder von mir. Falls du noch Fragen hast, schreib sie einfach unten in die Kommentare oder aufs Final Testman Phone.
Den ganzen Test zum Nachlesen gibt's auf meiner neuen Webseite und alle wichtigen Infos findest du natürlich auch unten in der Videobeschreibung. Drück noch schnell den Abo-Button und schau beim nächsten Video wieder vorbei. Bis dahin, dein Final Testman, Reviews aus Leidenschaft. Ciao!